In diesem Video wird gezeigt, wie der Rumpf gespachtelt und geschliffen wird. Auf diese Weise wird er fürs Laminieren mit Glasgewebe vorbereitet. Als erstes müssen die Drähte, die noch im Bug- und Heckbereich stecken, entfernt werden. Das geht recht einfach, indem man sie durchkneift und aufbiegt, die überstehenden Drahtenden mit einem Seitenschneider eng am Rumpf abkneift und sie mit einer flach aufliegenden Feile planfeilt. Dann wird der ganze Rumpf mit 80er Schleifpapier geschliffen. Der Exzenterschleifer sollte flach aufgesetzt werden, damit man mit der Kante des Schleiftellers keine Riefen in die Rumpfoberfläche schleift. Im Bereich der Rumpfnähte muss man besonders vorsichtig schleifen, damit man das Sperrholz nicht bis auf die mittlere Furnierlage wegschleift. Wenn es im Übergang von Boden zu Seitenplanken an Bug- und Heckspitze noch einen Versatz gibt, dann muss der jetzt ebenfalls verschliffen werden. Dann müssen die Rumpfnähte mit Spachtelmasse gefüllt werden. Dazu kann man zum Beispiel Epoxidharz mit Microballons andicken, was den Vorteil hat, dass sich diese Masse später leicht schleifen lässt. Auch die Löcher vom Vernähen des Rumpfs sollten gefüllt werden. Ansonsten können sich hier später beim Laminieren Blasen unter dem Glasgewebe bilden. Wenn der komplette Rumpf auf diese Weise gespachtelt wurde, muss die Spachtelmasse aushärten und dann kann der Rumpf ein zweites Mal geschliffen werden. Diesmal sollte man 120er Schleifpapier benutzen. Im Bereich der Bug- und Heckspitze kann man die Kielnaht ebenfalls mit dem Exzenterschleifer glätten. Zum Schluss sollten die Kanten noch leicht mit einem Schleifklotz gerundet werden, damit sich das Glasgewebe später gut an den Rumpf anschmiegt. Und jetzt ist der Rumpf gut vorbereitet für den nächsten Arbeitsschritt, nämlich den Überzug mit Glasfasergewebe.